Moin moin, willkommen zurück. Mein Name ist Marco Lück von Water Dragon Arts. Heute möchte ich euch ein kleines bisschen mehr über Zhanzhuanggong erzählen. Ich habe schon einige Videos über Zhanzhuang gemacht, in denen ich zum Beispiel erzählt habe, was genau es ist, warum wir es praktizieren und auch wie man es ordentlich praktiziert. Deswegen werde ich darauf heute nicht mehr ins Detail gehen, tiefer darauf eingehen. In diesem Video möchte ich euch 10 Tipps geben oder 10 Fehler zeigen, die häufig gemacht werden, damit ihr Zhanzhuanggong effektiv praktizieren könnt. Ich habe außerdem auch auf YouTube einen kostenlosen Zhanzhuang-Kurs, in dem wir zusammen durch diese Übung durchgehen und ich euch ganz genau erkläre, worauf es ankommt. Es gibt 2 Teile. Der erste Teil ist, ja, da geht es hauptsächlich darum, wie man steht. Also die ganzen kleinen Justierungen, die man im Körper machen muss und diese ganzen kleinen Details. In dem zweiten Teil werden wir dann zusammen die Zhanzhuanggong-Übung durchnehmen. Also wenn ihr an diesem Kurs interessiert seid, dann klickt einfach den Link hier oben und dann werdet ihr gleich zu dem Video gebracht. Okay, starten wir also mit Zhanzhuang. Zunächst einmal, Zhanzhuanggong ist natürlich so ein bisschen generisch. Der Begriff zumindest, ne? Also Zhanzhuanggong heißt so viel wie sollen stehen oder soll Stehübungen. Und es gibt viele verschiedene Zhanzhuang-Übungen. Die bekannteste, sage ich mal so, ist allerdings diese hier, stehen wie ein Baum. Okay? Und genau auf diese möchte ich mich auch in diesem Video konzentrieren. Einfach weil man sie gut als Anhaltspunkt nutzen kann und den meisten Leuten ist diese Position bekannt. Die Prinzipien sind fast immer genauso in allen anderen Zhanzhuanggong-Übungen. Das heißt, ihr könnt, was ihr hier in diesem Video lernt, auch direkt auf die anderen Stehübungen übertragen. So, fangen wir also an. Wir werden 10 Punkte besprechen. Wenn ihr am Ende dieses Videos denkt, dass ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollt, dürft ihr natürlich gerne den kostenlosen Kurs machen oder mich auf meiner Webseite besuchen. Ich biete unter anderem auch eine Online-Akademie für Qigong und Tai Chi Chuan an. Ich würde mich also freuen, euch dort zu sehen. Okay, also wir fangen an mit dem ersten Punkt. Es geht um das Dehnen. Dehnen ist wirklich komplett unterbewertet. Es wird immer wieder vernachlässigt. Dehnen spielt aber eine wirklich wichtige, essentielle Rolle, weil um überhaupt in Qigong oder auch Tai Chi erfolgreich zu sein, müssen wir daran arbeiten, die ganzen chronischen Verspannungen zu lösen. Okay, diese ganzen Gewohnheitsverspannungen, die in unserem Körper sind. Wenn ihr zum Beispiel mit der Zhanzhuanggong-Übung anfangt, direkt nachdem ihr gearbeitet habt, ob das nun 8 Stunden vor dem Computer war oder in sonst was für einen Beruf war, dann kann man davon ausgehen, dass in dem Moment noch viele Verspannungen im Körper sind. Ne? Mal angenommen, ihr sitzt für 8 Stunden so vor dem Computer und häufig ist das ja leider so, dass man eine ungünstige Haltung einnimmt und dann fangt ihr direkt mit Zhanzhuang an. Dann wird eure Qigong-Übung einfach nicht so erfolgreich und nicht so effektiv sein, wie wenn ihr euch einfach ein paar Minuten Zeit nehmt und gewisse Dehnungsübungen durchmacht. Dann löst ihr schon mal die ganzen groben Verspannungen auf und ihr werdet dann automatisch in der Lage sein, euer Qi besser sinken zu lassen und auch die Arme zu dem Rest des Körpers oder mit dem Rest des Körpers zu verbinden. Da werden wir gleich noch tiefer drauf eingehen. Das heißt, es gibt verschiedene Dehnungsübungen, die müsst ihr einfach nur machen. Und da gibt es jetzt keinen Trick. Ich sage nicht, ihr müsst genau diese Übungen machen. Für Zhanzhuang an sich, die wichtigste ist aber zunächst erstmal, die wichtigsten Übungen sind zunächst erstmal, um die Schultern zu dehnen. Das heißt, Dehnungsübungen wie diese hier, in denen ihr die Arme schön weit auseinanderbringt und wirklich versucht, über die ganze Brust und den oberen Rücken die Gewebe zu öffnen. Aber auch Übungen, in denen ihr die Schultergelenke aufwärmt und auf andere Weise dehnt oder einfach Schulterkreise macht. Es gibt viele verschiedene Dinge, die ihr praktizieren könnt, um schon mal diese grobe Verspannung aus dem Bereich der Schultern zu bringen.
Okay, also nehmt euch die Zeit und praktiziert 3, 4, 5 Minuten, bevor ihr mit der Zhanzhuang-Übung anfangt, diese Dehnungsübung. Okay, das kann relativ intuitiv sein. Ihr müsst in euren eigenen Körper hineinhorchen und schauen, wo die Verspannungen sind und dann entscheiden, welche Übungen am sinnvollsten sind für euch in diesem Moment. Okay, Punkt Nummer 2. Und zwar geht es da um die Wuji-Haltung. Falls ihr die Wuji-Haltung noch nicht kennt oder nicht wisst, was das ist, kein Problem, macht euch keine Sorge. Ich werde das so erklären, dass ihr das auch jetzt in diesem Moment nicht hundertprozentig wissen müsst. Aber falls ihr noch mehr darüber lernen wollt, hier oben werdet ihr einen Link zu einem Video, das ich gemacht habe, über die Wuji-Haltung finden. Die Wuji-Haltung ist zunächst erst einmal, ganz grob gesagt, auch da gibt es wieder Unterschiede, die neutrale Grundhaltung von Qigong. Das heißt, ihr steht einfach mit den Armen entlang eures Körpers. Ihr wollt in dieser Position einen wirklich möglichst neutralen Zustand erreichen. Das heißt, das Gleichgewicht von Seite zu Seite, den Druck auf den Füßen, wenn ihr die Muskeln nach unten entspannt. Und gleichzeitig wollt ihr alle Prinzipien in dieser Wuji-Haltung anwenden. Wenn ihr nur für 5 Minuten in der Wuji-Haltung steht oder auch weniger teilweise, wird eure Zhanzhuang-Übung sich auch um einiges verbessern. Warum? Ganz einfach, weil ihr in dieser Position noch nicht die Hände hier oben haltet oder den Körper in eine andere, schwierigere Position gebracht habt und ihr euch somit besser auf verschiedene Bereiche des Körpers konzentrieren könnt und sozusagen verschiedene Gelenke oder Regionen im Körper auf die Zhanzhuang-Übung vorbereiten könnt. Gerade eben hatte ich euch ja schon erzählt, dass wir die Arme mit dem Rest des Körpers verbinden wollen. Und das machen wir, indem wir die Muskeln so gut wie möglich entspannen. Entspannung ist wirklich das Wichtigste. Es geht aber nicht nur um die Entspannung, sondern gleichzeitig auch eine gewisse Anspannung. Ich werde das gleich noch genauer erklären. Um die Arme mit dem Körper wieder zu verbinden, müssen wir uns auf die Schulterblätter konzentrieren. So fangen wir erst einmal an. Und zwar müssen wir die Schulterblätter so gut wie es geht entspannen, sodass sie förmlich am Rücken nach unten entspannen. Wirklich schwer werden, als würde die Schwerkraft sie einfach wie so ein Gewicht nach unten ziehen. Wenn ihr zu dem an den Punkt gekommen seid, an dem ihr eure großen Muskeln gut entspannen könnt, dann werdet ihr vielleicht merken, wie eine leichte Spannung oder ein leichter Druck von den Schulterblättern aus bis hin zu den Ellbogen wandert. Ab und zu sogar noch weiter bis in die Fingerspitzen. Und genau das ist, wovon ich rede, mit die Verbindung der Arme mit den Schultern und dem Rest des Körpers. Wenn ihr nämlich chronische Verspannungen im Rücken habt und die Schultern ganz besonders nicht entspannt sind, dann sind die Arme so wie isoliert. Das heißt, die Muskeln, die brechen sozusagen diese tiefere Verbindung ab. Die Verbindung, von der ich spreche, bezieht sich auf die Ebene der Faszien und Bindegewebe. Okay? Wenn die Muskeln entspannt sind, dann schneiden sie sozusagen diese Verbindung der anderen kleineren Bindegewebe und Faszien und so weiter ab. Okay? Wenn ihr die Schultern dann ordentlich nach unten entspannt, könnt ihr diese Verbindung wiederherstellen. Und ihr werdet vielleicht merken sogar, wie die Arme leicht vom Körper, sich leicht vom Körper wegbewegen. Okay? Der Druck sozusagen, Druck in Anführungsstrichen, der entsteht durch das Entspannen der Muskeln in den Schultern, wandert bis hin zu den Armen. Und diese Verbindung ist sehr wichtig, genau die wollen wir aufbauen. Ja, wir wollen das ganze Netzwerk des Körpers wieder aufbauen, die Sehnenlinien, überall, sodass wir wirklich durch den ganzen Körper effizient unser Qi fühlen können und das Qi ungehindert fließen kann. So, jetzt haben wir also schon über das Strecken und das Dehnen des Körpers gesprochen, was ein sehr wichtiger Punkt ist, ein wichtiger, hilfreicher Tipp. Punkt Nummer 2, länger in Wuji zu stehen, die Wuji-Haltung wirklich ernst zu nehmen. Punkt Nummer 3, auch eigentlich noch Wuji-Haltung, aber dieses Mal in Bezug auf die Verbindung der Arme zu dem Rest des Körpers. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 4. Und zwar hilft euch dieser Tipp, euren Fortschritt ein bisschen
zu begutachten und erkennen zu können. Wenn ihr diese Empfindung, von der ich jetzt spreche, spürt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Während ihr in der Zhangzhuang-Position steht, werdet ihr vielleicht merken, wie eine leichte Spannung sich im oberen Rücken aufbaut. Wenn ich aber Spannung sage in diesem Fall, ist das nicht negativ gemeint. Man verbindet Spannung ja häufig dann mit Verspannungen. Das ist aber nicht der Fall. Es sind keine Verspannungen, sondern eine Beanspruchung der Gewebe in dem Bereich, die sozusagen durch das Entspannen der großen Muskeln auftritt. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, dass die Arme und der Rest des Körpers sich wieder miteinander verbinden. Das macht auch Sinn, wenn ihr euch die Arme so vorstellt. Letztendlich wiegen die ja auch etwas, ne? Und ihr habt hier diese Art Hebelwirkung, sage ich einmal, die sich direkt auf den oberen Rücken bezieht. Das Gewicht der Arme und Hände zieht sozusagen an den Geweben im Rücken. Und während ihr dann diese Muskeln entspannt, könnt ihr dann direkt die feineren Bindegeweben und Faszien targetieren. Und das ist häufig das Gefühl, was ihr dann im Rücken spürt. Diese Empfindung startet meistens zwischen den Schulterblättern, also relativ mittig im Rücken. Und Stück für Stück wandert sie dann weiter nach unten, bis ihr diese Empfindung, diesen leichten Druck auch im unteren Rücken spürt, besonders in dem Bereich des Mingmens. Okay? Das bedeutet, dass der Rücken sich langsam ausfüllt. Okay? Der Rücken expandiert sozusagen. Das hört sich am Anfang ein bisschen seltsam an, aber was das bedeutet, ist, dass die Gewebe sich in dem Bereich verändern. Ihr habt also schon den ersten Schritt dieser Transformation erreicht, wenn der Rücken sich ausfüllt. Das sind übrigens auch Teil von den 10 Prinzipien in Tai Chi. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Okay, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn ihr diese Spannung von den Schulterblättern nach unten wandern spürt und wenn ihr merkt, wie sich der Rücken expandiert und ja sozusagen ausfüllt, ausdehnt ein kleines bisschen. Punkt Nummer 5. Hier geht es um die Taille. Okay, im Chinesischen sagt man Yao. Und gleichzeitig muss ich dafür auch schon die Hüfte und den Quad erwähnen, ganz besonders das Becken. Denn wenn wir in unserer Zhangzhuang-Position stehen, ist es essentiell sehr wichtig, dass wir immer unser Becken nach unten lösen. Wir haben sozusagen diese zwei gegensätzlichen Kräfte, das leichte Anheben der Krone des Kopfes und das nach unten Entspannen, nach unten Lösen des Beckens. Der Körper zwischen dem Becken und der Krone des Kopfes, also die ganze Wirbelsäule, wird sozusagen dadurch leicht gedehnt. Nicht nur die Wirbelsäule selbst, sondern auch der Bereich in der Taille. Wenn ihr also korrekt in eurer Zhangzhuang-Haltung steht, dann werdet ihr merken, wie sich irgendwann diese Spannung, die ihr auch schon im Rücken gespürt habt, seitlich an der Taille entlang bewegt, auch sogar zu der Vorderseite des unteren Bauches. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Okay? Warum spürt ihr diese Spannung, diese Dehnung in dem Bereich? Okay, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr in der Zhangzhuang-Haltung steht, mit der Krone leicht erhoben, sozusagen der Kopf und der Oberteil der Schultern, vielleicht auch noch hier Schlüsselbein, sozusagen an einer Position, an einer Stelle bleiben. Gleichzeitig wird das Becken ja aber nach unten gelöst. Das heißt, das Becken zieht sozusagen an dem Rest des Körpers, besonders an dem oberen kleiderbügelförmigen Teil sozusagen, also Kleiderbügel in Bezug auf Halswirbelsäule und Schultern, wie so ein Kleiderbügel geformt. Der Rest des Körpers ist dann wie so ein nasser Lappen, so ein nasses Kleidungsstück, das an diesem Kleiderbügel hängt und nach unten gezogen wird durch die Schwerkraft. Das kann man so ein bisschen mit dem Becken und eigentlich den unteren Teil des Torsos vergleichen. Dadurch, dass ihr die Muskeln alle entspannt, nehmt ihr sie sozusagen aus der Gleichung heraus. Das heißt, ihr hängt sozusagen an den anderen Geweben, sowas wie Bindegewebe, dazu gehören auch verschiedene Fettgewebe zum Beispiel und Faszien.
ne, weil ihr die Muskeln ja nicht mehr beansprucht. Das heißt, durch das Lösen und Hängenlassen des Beckens beansprucht ihr dann diese Gewebe und sie werden leicht gedehnt. Und diese Dehnung ist das, was ihr in der Taille spürt. Nicht nur in der Taille, später werdet ihr auch merken, wie andere Bereiche des Körpers sich so dehnen, ausfüllen durch die Entspannung der großen Muskeln. Und genau dieser Punkt, der Zustand Sung, den wir in Zhanzhuang immer einhalten wollen, ist sehr wichtig. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, als würden wir diese Gewebe, die nachher für eine Transformation zuständig sind, so dehnen, dass sie in der Lage sind, Qi durch sie durchleiten zu können. Also Qi ist dann, um genau zu sein, in der Lage, von alleine in diese Gewebe einzudringen und dort eine Veränderung hervorzurufen. Das ist wie so eine Gitarrenseite, die ab einer perfekten, genauen Spannung super leitfähig ist. Das heißt, ihr könnt dann einen Ton erklingen lassen oder so eine Trommel, wenn das Leder genau richtig gespannt ist, hört ihr einen schönen Klang, wenn ihr draufhaut. Ähnlich ist es mit den Geweben, die wir in einen Zustand bringen, damit Qi dann gut durch diese Gewebe durchfließen kann. Wir verändern sozusagen den Zustand, die Leitfähigkeit der Gewebe. Und dieser Bereich entwickelt sich dann mehr und mehr und das resultiert in optimierten Körperfunktionen und der Entwicklung der inneren Kraft, einfach dadurch, dass wir den Körper als eine komplette Einheit wieder aufbauen und diese Sehnenbahn entwickelt und viele andere positive Sachen. Also, das Entspannen des Beckens und das Einhalten der richtigen Haltung, also Krone des Kopfes nach oben, Knochenstruktur leicht erhoben, Gelenke geöffnet, große Muskeln nach unten entspannt. Ne? Sorgt dafür dann, dass ihr eine Dehnung in der Taille am Anfang spürt und sozusagen ein Umfeld in eurem Körper schafft, das Qi sozusagen dann in die Gewebe eindringen kann. Also, das ist Punkt Nummer 5. Die Beanspruchung, die Dehnung, die ihr dann in der Taille spürt. Punkt Nummer 6, da möchte ich noch einmal zurück zu der Schulter gehen oder, um genau zu sein, in dem Bereich zwischen den Schulterblättern. Genau da passiert nämlich etwas, das auch ein sehr gutes Zeichen ist und das hilft euch wieder einmal, euren Fortschritt ein bisschen zu bestimmen und zu wissen, ob ihr vielleicht auf dem richtigen Weg seid. Und zwar fühlt man manchmal, wie die Muskeln im oberen Rücken leicht zucken. Und das ist ein gutes Zeichen, okay? Wenn ihr in dieser Zhanzhuang-Haltung steht und ihr merkt, dass die Muskeln leicht zucken, dann ist das höchstwahrscheinlich, weil ihr den Zustand Sung korrekt einhaltet und die Gewebe langsam wieder sich selber strukturieren. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie dieser Klotz an Muskeln im Rücken, wenn das alles noch sehr verspannt ist, langsam aber sicher lösen sich und öffnen sich die Gewebe. Und durch dieses Öffnen fühlt man ab und zu dieses Zucken, wie so ein Flicken in den Muskeln. Am Anfang kommt das wirklich in dem oberen Rücken. Da merkt man das am häufigsten. Aber letztendlich könnt ihr dieses Gefühl auch im unteren Rücken und in anderen Bereichen des Körpers haben. Also wenn ihr diese Empfindung spürt, dann keine Sorge, macht euch keine Gedanken, das ist ein gutes Zeichen. Punkt Nummer 7. In der Zhanzhuang-Position stehen wir ja eigentlich auf statische Art und Weise. Allerdings ist das in der Realität wirklich nur so, wenn wir schon in der Lage sind, unser Becken ordentlich nach unten zu lösen und diesen Zustand einzuhalten. Am Anfang jedoch müssen wir uns auf viele verschiedene Körperregionen konzentrieren und immer wieder kleine Justierungen machen. Die Hauptsachen, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist zum Beispiel das nach unten Entspannen des Beckens. Und dadurch wird der Körper automatisch langsam tiefer zum Boden sinken. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auch ab und zu auf die Krone des Kopfes, weil wir wollen ja immer diese aufrechte Haltung beibehalten. Durch das Entspannen des Beckens, mal angenommen, ihr konzentriert euch jetzt einfach darauf, weil ihr natürlich Sung sein wollt, ne?
kommt der ganze Körper langsam nach unten und manchmal merkt man dann, dass man einfach zu tief gesunken ist, dass die Knie dann weiter vorne stehen, also über der Linie der Zehen gerutscht sind sozusagen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Zehen nie weiter als die Zehen bringen. Die Knie nie weiter als die Zehen bringen, okay? Was viele Leute dann aber machen in dieser Position, nachdem sie nach unten gesunken sind, in dem Prozess des Sinkens, des Qis sozusagen, sie kommen einfach nach oben und stellen sich wieder gerade hin, drücken sozusagen die Knie durch. Und das wollen wir nicht. Wenn wir nämlich einfach wieder nach oben kommen und die Knie durchdrücken, dann werfen wir sozusagen alle Prinzipien, die es in Jandong gibt, einfach über den Haufen. Wir können das Becken nicht nach unten entspannen, wir können die Masse des ganzen Körpers nicht in die Füße leiten, wir schließen wieder den Oberkörper von dem Unterkörper ab, wir haben also nicht mehr diese Verbindung. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr merkt, dass ihr zu tief gesunken seid, euch zu tief in den Qua gesetzt habt, dass ihr euch nur auf die Krone des Kopfes konzentriert und diese nach oben hebt und dann sozusagen den Rest des Körpers mitnimmt. Wenn ihr euch nur auf die Krone konzentriert und sie leicht anhebt und gleichzeitig das Becken noch nach unten entspannt, behaltet ihr nämlich diese Dehnung in der Wirbelsäule aufrecht und ihr haltet die Verbindung des Oberkörpers zum Unterkörper aufrecht. Das heißt, ihr könnt euch dann so bewegen und gleichzeitig immer die Janrong-Prinzipien aufrechterhalten. Immer die Dehnung in der Wirbelsäule aufrechterhalten. Wie gesagt, ich weiß, dass manche Leute jetzt sagen, aber Janrong ist statisch, wir haben gar nicht diese Auf- und Abbewegung, wenn wir in Janrong stehen. Und das ist natürlich korrekt. Später werdet ihr in der Lage sein, so ohne Probleme statisch stehen zu bleiben, weil ihr diesen Zustand einfach einnehmen könnt. Am Anfang muss man aber immer wieder sich auf diese verschiedenen Sachen konzentrieren, das Entspannen des Beckens. Und dadurch sinkt man einfach ein bisschen nach unten und man muss wieder eine Justierung machen. Und die wäre dann zum Beispiel die Krone des Kopfes anheben. Und das resultiert dann einfach darin, dass man ab und zu immer ein bisschen sinkt und dann wieder ein bisschen nach oben kommen muss, immer wieder Justierungen machen muss, bis man gelernt hat, wie man ja, das Becken zum Beispiel ordentlich nach unten entspannt und in dieser Position für längere Zeit ohne Auf- und Abbewegung stehen kann. Punkt Nummer 8. In Punkt Nummer 8 geht es um den Winkel der Ellbogen. Was ich häufig sehe, ist, dass die Leute die Ellbogen zu weit nach oben bringen. Und wenn man noch nicht gelernt hat, wie man ordentlich seine Schultern entspannen kann, dann ist diese Position nicht sehr vorteilhaft. Gleichzeitig haben manche Leute auch die Ellbogen zu weit unten. Sie zeigen sozusagen direkt zum Boden. Das ist häufig der Fall, weil vielleicht die Arme schlapp werden, man ein bisschen Schmerz spürt, gegebenenfalls. Ja, und dann versucht man, diese Justierung so zu machen, um sich wieder ein bisschen erholen zu können. Das wollen wir aber nicht. Die perfekte Position für einen Anfänger in Janzhuang ist ungefähr 45 Grad nach unten zum Boden zeigend. Also ungefähr so. In dieser Position seid ihr nämlich in der Lage, die Schultern ohne Probleme unten zu halten und gleichzeitig auch noch, und das ist wichtig und wird häufig falsch gemacht, die Schultergelenke offen zu halten. Okay, es geht also nicht nur darum, dass die Schultern nach unten entspannt sind, sondern es geht auch darum, dass die Schultergelenke geöffnet sind. Wir haben sozusagen ein kleines bisschen Power, die auch nach vorne geht. Ein kleines bisschen Power hier im ganzen Arm. Wenn ihr die Ellbogen also 45 Grad nach unten ausrichtet, habt ihr nicht nur eine vorteilhafte Position für die Entwicklung durch Janrongong, sondern ihr seid auch in der Lage, die Schultern besser offen zu halten und gleichzeitig nach unten entspannt zu halten. Okay, Punkt Nummer 9. Und zwar möchte ich euch hier eine kleine Entwicklungsstufe in Janzhuang erzählen. Das wird euch einfach helfen zu verstehen, was Janzhuang involviert. Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen in Janzhuang. Und die erste wird euch wahrscheinlich ein bisschen beruhigen.
ist echt eher unangenehm, teilweise sogar schmerzhaft. Es kann also sein, dass wenn ihr anfangt, Janjuang zu praktizieren, dass es ja sehr unangenehm ist, vor allen Dingen im Bereich der Schultern und Arme, dass ihr vielleicht nicht die Arme für lange Zeit oben halten könnt. Okay, das ist komplett normal. Das ist ganz komplett normal. Ihr müsst euch das so vorstellen, als hättet ihr viele Verspannungen im Oberkörper, im oberen Rücken zum Beispiel, ne? So ein richtiger Klotz. Wenn ihr jetzt am Anfang mit Janjuang beginnt, dann sind die Verspannungen und die Muskeln so kurz, dass sie sozusagen an den Armen ziehen und die Arme immer wieder nach unten ziehen wollen. Dadurch benötigt ihr viel mehr Muskelkraft, um die Arme überhaupt in dieser Position zu halten. Und deswegen werden die Muskeln natürlich auch viel schneller müde. Und es ist viel schwerer, diese Position aufrechtzuerhalten. Wenn ihr aber genügend Dehnungsübungen gemacht habt und auch genug Übungen in der Janjuang-Haltung habt, Stück für Stück werdet ihr diese Verspannungen lösen und es wird um einiges einfacher sein, die Arme oben zu halten. Ziel ist es natürlich, die Verspannungen alle aufgelöst zu haben und die Muskeln in dieser Haltung komplett entspannt zu lassen, sodass wir, wie vorhin schon erwähnt, die feineren Bindegewebe beanspruchen oder tiefere Bereiche der Muskeln in diesem Fall. Also der erste Schritt ist einfach ja ein bisschen unangenehm, fast schon schmerzhaft. Ihr müsst allerdings wissen, dass Schmerz in diesem Fall jetzt Muskelschmerz bedeutet. Ne? Wenn ihr irgendwelche Schmerzen in den Gelenken habt, dann ist das eine andere Geschichte und ihr solltet vielleicht mit eurem Arzt sprechen. Aber ein leichter Schmerz in den Muskeln ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass ihr euch verändert. Die Transformation hat begonnen. Veränderung ist manchmal einfach mit ein bisschen Schmerz verbunden. Die zweite Stufe wird dann um einiges angenehmer schon. Vielleicht habt ihr den Körper dann schon genügend konditioniert. Das heißt, der Körper hat sich daran gewöhnt, diese Haltung anzunehmen. Ganz besonders am Anfang ist der Körper natürlich erstmal verwirrt und weiß gar nicht, was los ist. Aber nach ein paar Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, habt ihr euch höchstwahrscheinlich daran gewöhnt und den Körper und die Muskeln konditioniert. Das wäre dann der zweite Schritt, die zweite Stufe, die ihr durchgehen werdet. Die dritte Stufe ist dann fast schon angenehm. Das heißt, ihr steht in der Janjuang-Haltung und es fällt euch überhaupt nicht mehr schwer, die Arme hochzuhalten. Vielleicht fühlt sich der ganze Körper schön warm an. Und wie gesagt, ja, eigentlich ist es sehr angenehm. Ein Fehler, den viele Leute machen, wenn sie Janjuang praktizieren, ist, dass sie an diesen Punkt ankommen, an dem es ihnen sehr einfach fällt, diese Haltung einzunehmen. Und dass sie dann denken, das wäre das ultimative Ziel der Janjuang-Übung. Letztendlich haben sie dann nur eine Sache erreicht. Sie haben höchstwahrscheinlich die Muskeln so weit entwickelt, dass sie ohne Probleme für lange Zeit in dieser Haltung stehen können. Da ist vielleicht noch nicht unbedingt sehr viel mit den inneren Geweben, der inneren Kultivierung passiert. Das passiert erst im nächsten Schritt. Der wichtigste Schritt ist der nächste Schritt, Schritt Nummer 4. Von diesem einfachen und angenehmen Janjuang stehen, wollt ihr dann wieder in eine Position kommen, in dem ihr eine stärkere Beanspruchung erreicht, aber in den Geweben und Faszien. Hoffentlich seid ihr jetzt so gut darin, euer Becken nach unten zu entspannen und die Muskeln alle nach unten zu lösen. Und wahrscheinlich habt ihr alle chronischen Verspannungen im Körper aufgelöst, dass ihr wirklich eine starke Beanspruchung in den Geweben, Faszien, Fettgeweben und so weiter, das ganze Netzwerk des Körpers ist damit betroffen, erreichen könnt. Wenn ihr wirklich effizient das Becken nach unten löst, wird die Spannung zum Beispiel in der Taille stärker und stärker. Diese anderen feinen Gewebe und tieferen Aspekte der Muskeln stehen unter mehr Spannung. Sie sind mehr gedehnt. Und genau das ist diese Haltung, die wir erreichen wollen. Wir wollen immer Sung sein, denn hier passiert die Transformation. Hier kann Qi auf natürliche Art und Weise in diese Gewebe eindringen und eine Veränderung hervorrufen. In dieser Position können sich langsam die Gewebe verändern, sodass sie eine sehnenartige Qualität bekommen.
Wir reden hier über die Prinzipien der I Ching Jing. Die sind ein wichtiger Bestandteil von Zhanzhuangwu. Okay, das sind also die vier Schritte der Entwicklung in Zhanzhuang. Einmal ganz salopp ausgedrückt. Der letzte Punkt, Punkt 10, hier geht es um um das Beenden der Zhanzhuang-Übung sozusagen. Und zwar um die Sequenz, die wir durchmachen wollen, bevor wir mit dem Rest unseres Tages weitermachen. Wir praktizieren hier Qigong, Energiearbeit. Okay, wir sind nicht nur irgendwie in einem Fitnessstudio und arbeiten an unseren Muskeln. Wir wollen also nicht einfach nur abrupt unsere Übung beenden und dann gleich wieder mit anderen Sachen weitermachen, sondern wir wollen wirklich dem Körper die Zeit geben, sich langsam wieder an was dann kommt, gewöhnen kann. Also das Qi kann sich regulieren, der Körper kann sich regulieren. Auch von dem Geist her können wir Stück für Schritt wieder aus der inneren Welt des Körpers hinauskommen und wieder unsere Aufmerksamkeit außerhalb des Körpers bringen. Wir wollen also wirklich sicherstellen, dass wir nicht einfach abrupt die Übung aufhören und dann womöglich noch irgendwo stagnierendes Qi haben, was zum Beispiel darin resultieren könnte, dass wir letztendlich uns so fühlen, als hätten wir weniger Energie, fast schon ausgelutscht oder so. Das kann passieren, wenn man seine Qigong-Übung nicht ordentlich beendet. Und wir wollen ja unser Wohlbefinden, unser Energielevel verbessern. Wir wollen mehr Energie haben. Wir wollen einen positiven Aspekt, ein positives Resultat von unserer Übung bekommen. Deswegen stellt auch nur mal sicher, dass ihr eure Zhanzhuang-Übung ordentlich beendet. Das heißt, nachdem ihr, sagen wir mal, für 20 Minuten in dieser Position gestanden seid, bringt ihr hier die Hände zunächst erstmal zum unteren Bauch, Handflächen zum unteren Bauch. Und dann konzentriert ihr euch auf nichts mehr. Einfach auf gar nichts mehr. Mischt euch nicht ein, manipuliert nicht die Atmung oder konzentriert euch nicht auf den Rücken oder den Dantien und lasst den Körper und das Qi einfach das machen, was es tun muss. Danach massiert ihr den unteren Bauch. Kreisförmige Bewegungen in beide Richtungen. Wechselt die Richtung nach 8 bis 10 Mal. Danach klopft ihr auf den unteren Bauch. Ruhig ein bisschen kräftiger. Mit dem Handrücken, Faustrücken massiert ihr die Nieren. Dann reibt ihr die Hände schnell aneinander, sodass sie schön warm werden. Platziert sie auf das Gesicht und die Augen. Entspannt die Schultern hier. Noch ein paar Sekunden streift ihr über den Kopf hinter den Ohren. Okay, auch ganz wichtig ist, dass ihr dann die Beine ein bisschen ausschüttelt, die Arme ein bisschen ausschüttelt, vielleicht die Schultern so nach unten fallen lasst. Ihr könnt sogar den ganzen Körper abklopfen. Ja, wollt sicher gehen, dass stagnierendes Qi gelöst wird, sich wieder im Körper verteilen kann. Als letztes, auch wenn ihr jetzt diese letzte Sequenz gemacht habt, rate ich euch nicht gleich sofort mit dem Kochen anzufangen oder euch wieder an den Computer zu setzen, sondern setzt euch einfach hin und schaut aus dem Fenster, beobachtet die Natur ein bisschen. Ihr werdet viele Dinge spüren. Der Körper reguliert sich in diesem Moment ganz besonders. Setzt euch einfach hin, schließt die Augen und horcht in den Körper hinein, ohne euch einzumischen. Fast schon so wie Wu-Wei. Und schaut einfach mal, was ihr spürt. Denn wenn ihr aus der Zhanzhuang-Position kommt, werdet ihr höchstwahrscheinlich merken, wie zum Beispiel das Qi, das sich in dem oberen Bereich des Körpers angesammelt hat, zurück zum Zentrum fließt. Oder ihr merkt, oder ihr habt verschiedene pulsierende Empfindungen im Körper. Ihr könnt euer Blut spüren, wie es durch die Adern fließt. Oder euren Herzschlag. Alle möglichen interessanten Empfindungen könnt ihr dort spüren. Und nehmt euch einfach die Zeit, einfach diese Reaktion des Körpers mal zu beobachten. Außerdem gibt ihr dann dem Körper auch noch die Zeit, sich ein bisschen zu beruhigen und dann auf das, was auch immer es ist, was ihr hinterher macht, vorzubereiten. Okay? Ich hoffe, es hat euch
gefallen, Spaß gemacht. Hoffentlich könnt ihr durch dieses Video eure Gendrum-Übung ein bisschen verbessern und wisst ein bisschen mehr, worauf es ankommt und verhindert vielleicht einige der häufigen Fehler. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch gerne den Like-Button, den Daumen hoch. Und ihr dürft natürlich gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort biete ich eine Online-Akademie für Qigong und Yang Tai Chi an und auch verschiedene Kurse bezüglich Yijing Jing Qigong. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.